Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian. Willkommen bei Fokus. Der bekannte Philosoph Wilhelm Schmid gilt als Philosoph der Lebenskunst. Der Berliner Bestsellerautor hat Bücher etwa über die Liebe geschrieben, über das Glück, die Gelassenheit oder zuletzt über die kleine Kunst der Lebensfreude. Sein jüngstes Buch hat er aber einem ganz besonders mächtigen Phänomen gewidmet, das alle Menschen unausweichlich betrifft, dem Tod. Wilhelm Schmid spricht ganz offen dieses absolute Tabuthema an. Der Tod wird, jedenfalls in der westlichen Welt, ja kaum mehr wahrgenommen. 80% aller Menschen in Deutschland sterben still und leise in Einrichtungen, klinisch steril. Das Thema Tod wird beiseite geschoben, wie oft die sterbende Person selbst. Nicht so bei Wilhelm Schmid. In seinem Buch »Den Tod überleben – Vom Umgang mit dem Unfassbaren« beschäftigt er sich intensiv mit dem Lebensende und stellt alle möglichen Gedanken dazu an. Es ist ein ganz besonders persönliches und berührendes Buch. Geschrieben hat es der Philosoph, nachdem seine geliebte Frau an Krebs verstorben war. Gestorben am Heiligabend 2021. Und es ist nicht nur ein Buch über den Tod, sondern auch, wie er sagt, über die Liebe. Wilhelm Schmid hat daraus in der Reihe »Wissen fürs Leben« in der Arbeiterkammer in Feldkirch vorgetragen. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Das Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist aus tiefer eigener Erfahrung entstanden. Eben dem Tod meiner geliebten Frau an Heiligabend 2021, am Abend des Heiligabend. Exakt zu der Zeit, die ihr mit die wichtigste Zeit des ganzen Jahres war. Da hat sie die Geschenke drapiert, das Abendessen, das feierliche Abendessen vorbereitet und zur Feier dieser Stunden, nur zu diesen Stunden, ihr Hochzeitskleid wieder angezogen. Also das hat ihr was bedeutet. Das war Familienfeier. Und exakt zu dieser Zeit ist sie gestorben. Das gehört zu den vielen Dingen, die mich zweifeln lassen, ob da Zufall im Spiel ist oder Dinge, die wir nicht ganz verstehen. Jedes Wort und jeder Satz in diesem Buch ist so intensiv gelebt worden, dass ich daraus vorlesen möchte. Ich durfte schon einige Male hier vortragen über die Themen meiner Bücher und dann habe ich vorgetragen, einen Vortrag. Heute möchte ich gerne lesen. Jedes Wort, jeder Satz in diesem Buch ist mir so wichtig. Ich habe darin Erfahrungen zusammengetragen und Überlegungen, die mir seit dem Tod meiner Frau durch den Kopf gehen. Ich habe auch Wissen zusammengesammelt, soweit wir Wissen heute haben können. Aber es gibt heute mehr Wissen über Sterben und Tod als jemals zuvor. Hilfreiches Wissen, das mir auch selbst sehr geholfen hat. Was uns hilft, meiner Frau und mir, ist mir wichtig bei diesem Buch. Denn wir beide wollten uns nicht trennen. Auch nicht mit dem Tod. Wir haben vor ihrem Tod darüber nachgedacht, wie wir zusammenbleiben können. Und wir haben vorher darüber nachgedacht, wie wir kommunizieren können. Das ist ja schwierig zu sagen, vorweg. Aber wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Vorweg noch eine Bemerkung zur Religion, die sehr viel zum Leben nach dem Tod und zum Umgang mit Tod zu sagen hat. Was ich vortrage, ist weltlich orientiert. Das liegt auf der Hand. Ich bin Philosoph. Ich bin kein Theologe.
Aber ich habe sehr viel Umgang mit Theologen, fast mehr als mit Philosophen. Mit Philosophen kann man nicht so gut diskutieren. Die meisten wissen schon genau, wie es ist. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Ich weiß nicht so genau, wie es ist. Und ich habe nicht das geringste Interesse, mich gegen Religion zu stellen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte gerne Hand in Hand mit Religion arbeiten und vor allem Religion verstehen. Woher kommt Religion? Mit großer Wahrscheinlichkeit kommt sie aus der Konfrontation mit dem Tod. Als Philosoph bin ich mir nicht über viele Dinge sicher, aber über eins bin ich mir sehr sicher. Da oben sind keine zwei Abteilungen. Nach dem Motto, wenn es soweit ist, gehen Sie nach links, wenn Sie weltlich sind, gehen Sie nach rechts, wenn Sie religiös sind. Da sind keine zwei Abteilungen und da ist keine Betonmauer dazwischen. Da oben ist eine Wahrheit. Aber wir haben unterschiedliche Zugänge zu dieser einen Wahrheit. Den religiösen Zugang kennen wir und ich möchte Ihnen heute einen weltlichen Zugang vorstellen, wie er sich aus den Erfahrungen und Überlegungen ergeben hat. Und ohne Anspruch auf letzte Wahrheit. Lassen Sie mich erstmal das Vorwort vortragen, ausgehend von einer Geschichte, die nach dem Tod meiner Frau genau so geschehen ist. Kein Wort erfunden. Meine Verblüffung war groß. Am Flughafen Berlin-Brandenburg, BER, passierte ich die Sicherheitsschleuse. Schlüssel, Geldbörse, Gürtel, Kleinkram aus Hemd- und Hosentaschen hatte ich vorschriftsmäßig in die separate Wanne gelegt, genauso wie heute auch auf dem Weg hierher. Der Detektor piepste dennoch. Der Sicherheitsmann hinter der Schleuse winkte mich zur Seite und begann, mich sorgfältig von Kopf bis Fuß abzutasten. Er findet nichts. Da fällt ihm ein Scherz ein. Haben Sie vielleicht eine Frau dabei? Hä? Was stellst du denn für Fragen? Fuhr ihn seine danebenstehende Kollegin an. Männergespräche, entschuldigte er sich. Ich lächelte ihm verschwörerisch zu. Ahnte er etwas? Tatsächlich hatte ich meine Frau inständig gebeten, mit mir auf diese Reise zu gehen, die wir 2 Jahre zuvor unternehmen wollten. Es war nichts daraus geworden. Sie sollte auf keinen Fall mehr fliegen. Hirnmetastasen. Ein Jahr später war sie tot. Wir hatten uns versprochen, zusammen zu bleiben, egal in welchem Aggregatzustand, wie sie sagte. Dass wir uns in energetischer Form weiterhin nahe sind, spüre ich Tag für Tag, wo immer ich auch bin. Kann es sein, dass das an der Sicherheitsschleuse den Ausschlag gab? Schlug der Detektor an, weil da einer mit den Energien von Zweien hindurchgegangen war? Den Tod überleben. Wie geht das? Das war die Frage, die sich mir stellte, als meine Frau in physischer Form nicht mehr da war. Das ist die unmittelbare Herausforderung für den, der noch für eine Weile am Leben bleibt. Mir hilft seither am meisten das Gefühl, vollkommen von der besonderen Energie dieser wunderbaren Frau erfüllt zu sein. Unsere Liebe war so groß, dass sie mühelos den Tod überdauert. Schon als junges Liebespaar, das gemeinsam Latein lernte,
begeisterte uns die alte Sentenz Omnia vincit amor. Die Liebe besiegt alles. Also auch den Tod. Ihn, er wird gerne personalisiert. Im Deutschen scheint der Tod männlich zu sein. Im Französischen weiblich. La mort. Dabei handelt es sich eigentlich um ein Es, das Phänomen, der Tod. Eine beliebte Methode, den Tod zu überleben, besteht darin, nicht über ihn zu sprechen. Er ist zwar kein Tabu mehr, aber für viele einfach kein Thema. Niemand spricht gerne darüber, höre ich jemanden sagen. In einer Gesellschaft, die den Tod nicht mehr zu Gesicht bekommt, verschlägt er einem auch die Sprache. Und so heißt Leben, nicht an das Ende zu denken. Die meisten Menschen wollen nicht im Bewusstsein des Todes leben, sondern sich möglichst uneingeschränkt des Lebens freuen. Dagegen spricht nichts. Wichtiger als der Tod ist das Leben davor. Ein frohes, bewegtes, womöglich wild bewegtes Leben zu führen, ist besser als ein tristes schon zu Lebzeiten. Ein gelegentlicher Wink vom Ende her ist dafür jedoch ein guter Ansporn. Das leistet jeder Tod, der auch nur halbwegs nahe kommt. Die Schockwelle, die er mit sich führt, rührt Gedanken an das eigene Ende auf, das doch nicht erwähnt werden sollte. Wenn ein Mensch, den man kannte, gegangen ist, wie wir sagen, stellen sich ganz von selbst Fragen. Was ist mit meinem eigenen Leben? Was kann daraus noch werden? Und was ist, wenn? Ist es mir möglich, im vollen Bewusstsein des Todes das Leben zu lieben? Menschlich gesehen ist der Tod eine Katastrophe. In der doppelten Bedeutung des griechischen Wortes Katastrophe, etwas Schreckliches, das zugleich alles wendet. Manchen bringt er die ersehnte Erlösung von Schwermut, Schmerz und Leid. Einige sehen in ihm einen natürlichen Vorgang, der zu einer unbestimmten oder bestimmten Zeit ansteht. Viele halten ihn für eine schlimme Zumutung, die eigentlich abgeschafft werden muss. Wird es irgendwann möglich sein, den Tod tatsächlich zu überleben? Forschungsprogramme und pharmazeutische Entwicklungen zielen darauf, ihn hinauszuschieben und endlich ganz zu überwinden. Der sehnlichste Wunsch vieler, dass es ein Ende mit dem Ende haben möge, ginge damit in Erfüllung. Aber auch das wirft Fragen auf. Was wird geschehen, wenn der Tod stirbt? Ist er entbehrlich? Wie kann sich das Leben dann noch erneuern? Stirbt, wenn der Nachschub aus dem Diesseits ausbleibt, das Jenseits aus? Sterben die Menschen aus, wenn sie den Tod überleben, aber an Langeweile sterben? Bisher ähnelte das Leben einem Fußballspiel. Hatten sich Spieler und Spielerinnen verausgabt, wurden sie vom Platz genommen, damit andere mit unverbrauchten Kräften frische Impulse ins Spiel bringen konnten. Etwas Besseres zur Regeneration des Lebens hat noch niemand erfunden. Ein Leben ohne Tod könnte sich als Sackgasse der Evolution erweisen. Sollte er dennoch überwindbar sein, ist mit dem Blick aus fernen Zeiten eine Nostalgie des Todes denkbar. Wie einfach war doch das Leben damals,
als es ihn noch gab. Zu irgendeiner Zeit kam er über die Menschen, egal um wen es sich handelte. Mit dem Blick aus fernen Räumen könnte sich zusätzlich die Frage aufdrängen, ob der irdische Tod eine Ausnahme im Kosmos darstellt. Sollte es verstreut in der Galaxie namens Milchstraße, der unser Sonnensystem zugehört, und noch weiter draußen im unendlichen Universum Leben auf anderen Planeten geben, wäre es spannend zu wissen, ob auch dieses Leben zeitlich begrenzt ist. Ist der Tod ein irdischer Sonderfall oder die kosmische Regel? Einstweilen bleibt der Tod jedoch das Ende des Lebens für alle auf Erden. Niemand muss sich vordrängen. Jede und jeder ist mal dran. Alle werden gleich behandelt. Ungleich fallen nur Zeit, Ort und Art des Todes aus. Meist kommt er zu früh und hinterlässt viel Leid. Freude ist selten. Manchmal mag er partout nicht eintreten, obwohl er hereingebeten wird. Er kann der Abschluss eines langen Prozesses sein, aber ein Leben auch abrupt abbrechen. Fast immer ist das Ende ein Drama. Sowohl für den, der aus dem Leben scheidet, als auch für die, die zurückbleiben und noch lange mit diesem Tod zu leben haben. Kann das Drama abgemildert werden durch die Annahme, dass der Tod nicht wirklich das Ende des Lebens ist? Das wäre eine weitere Variante, den Tod zu überleben. Davon werden Menschen umgetrieben, seit sie denken können. Wohin geht der Mensch, der geht? In ein anderes Leben? In eine andere Welt? Für meine Frau war Sterben ein Teil des Lebens, auf das fraglos ein anderes Leben folgt. In ihren Worten: Abschied vom Erdenleben, Übergang in einen anderen Lebensabschnitt. Sie antwortete damit auf Fragen, die ihr im Rahmen einer Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin gestellt worden waren. Tod, sagte sie, existiert nur in den Augen des Betrachters und in Bezug auf das hiesige Leben. Besonders wichtig und lebenswert sei ihr, mit meinen Menschen in Verbindung zu sein und diese Verbindung auch beim Verlassen der endlichen Dimension nicht zu verlieren. Ihr Sterben hat meine Haltung zum Tod verändert. Lange hatte ich große Angst davor, dass mein Tod mich von ihr trennen würde. Von all dem Schönen, das das Leben zu bieten hat, war sie das Allerschönste für mich. Das sollte niemals enden. Es endete aber, und sie ging mir voraus. Ich weiß nun, wie es abläuft. Das Unfassbare habe ich aus nächster Nähe miterlebt. Näher kann der Tod nur noch kommen, wenn es mein eigener ist. Dann aber ist er die Brücke zu ihr. Habe ich selbst die Schwelle zu überschreiten, wartet in der anderen Dimension schon jemand, der mich freudig in Empfang nimmt. Sie wird da sein, wie sie immer da war, auch wenn ich nicht genau weiß, wo das sein wird. Sterben ist Übergang, notierte sie vor ihrem Tod. Und wie wird das Leben in der anderen Dimension sein? Sie antwortete: Es ist, was es ist, und ich weiß nicht, was es ist. Ist mit dem Tod alles zu Ende? Philosoph Wilhelm Schmidt schreibt in seinem Buch: Möglich ist, dass es sich anders verhält. Es steht dem Einzelnen frei, nicht das Ende des Lebens im Tod zu sehen, auch ohne Bezug zu einem Gott und ohne letzte Wahrheit, aber vielleicht mit Berufung auf Bob Dylan. Death
is not the end. Philosoph Wilhelm Schmid spricht heute in Fokus über den Umgang mit dem Tod. Das erste Kapitel seines Buches heißt »Wo ist meine Frau?« Gibt es menschliche Konstanten, also Dinge im menschlichen Leben, die immer gleich bleiben? Vermutlich dies, dass sich die meisten Menschen viel Glück im Leben und in der Liebe wünschen. Unglücklicherweise hält das Leben aber auch andere Konstanten bereit, etwa eine zeitliche Grenze. Insbesondere für Liebende ist das unendlich schmerzlich. Da ist kein Trost in der grenzenlosen Leere, die der Verlust des geliebten Menschen hinterlässt. Alles ist nur noch Vergangenheit. Eine Zukunft ist uninteressant. So erging es auch mir, als meine Frau nach langer Krebserkrankung starb, immerhin zu Hause. Wir haben sehr dafür gekämpft, umgeben von den Kindern und mir nach fast 40 gemeinsamen Jahren, erst 59 Jahre alt. Was geschieht im Moment des Todes? Das ist absolut rätselhaft. Der Tod ist ein magischer Moment, unwirklich mächtig, ja gewaltsam, zutiefst erschütternd. Er wirft Fragen auf, die keine Antwort finden. Was empfindet der Mensch, der stirbt? Was genau nimmt er oder sie noch wahr? Was ist seine oder ihre Erfahrung? Das Gehör ist bis zuletzt aktiv. Bekam meine Frau noch mit, wie sehr wir weinten, als ihre Augen erloschen? Aus der Binnensicht des Menschen, der den Tod erfährt, fühlt sich dieser äußerste Moment womöglich ganz anders an als für die Zurückbleibenden. Er könnte der Erfahrung ähneln, nach der Liebende sich sehnen und die sie in manchen Momenten auch erlangen. Eine energetische Verschmelzung, ein göttliches Erlebnis, von alters her Unio Mystica genannt. Der sogenannte kleine Tod, französisch La Petite Mort, der Liebesekstase, könnte eine Vorahnung des großen Aktes sein, der Tod selbst ist. Der gewaltigste Moment des Lebens, mit einem Hinausströmen des Ich aus sich, einer rauschhaften Auflösung des Lebens in dieser Gestalt. Diese ultimative Ekstase hat nicht mehr nur ein Hinausstehen, das heißt wörtlich Ekstasis im Griechischen, sondern ein komplettes Hinausgehen aus sich und diesem Leben zur Folge. Und was kommt danach? Wohin entschwindet der Mensch, wenn der Tod endgültig da ist? Welche Beziehung zu ihm ist dann noch möglich? Kann er wirklich tot sein? Wie ist der Zustand jenseits des biologischen Lebens vorstellbar? Ist es ein anderes Leben? Diese Fragen beschäftigen mich ohne Unterlass. Die einzige Antwort ist, der Tod und das, was darauf folgt, sind vollkommen unfassbar. Eines Tages werde ich selbst, wie jeder Mensch, in das Rätsel hineingehen. Aber niemand wird jemals zurückkehren und darüber berichten. Eher sind Reisen zu fernen Sternen möglich, als dass dieses Geheimnis gelüftet werden könnte. Mit meiner Frau habe ich oft überlegt, was den Toten vom Lebenden unterscheidet. Wir fanden vor allem dies: Die Energien
sind nicht mehr in ihm. Nicht etwa geheimnisvolle, sondern gut bekannte Energieformen wie Wärme, verifizierbar durch bloße Berührung, und Elektrizität, messbar durch ein EKG, das die Herzstromkurven wiedergibt, sowie ein EEG, das die Spannungsschwankungen der Hirnströme aufzeichnet, bis nichts mehr messbar ist. Energie wäre somit das Wesentliche eines Menschen und aller Wesen. Sie belebt den Körper. Entweicht sie aus ihm, ist das sein Tod, nicht jedoch der Tod der Energie. Energie kann ohne Ende in andere Energieformen umgewandelt, niemals vernichtet werden. Das besagt der Energieerhaltungssatz, der erste Hauptsatz der Thermodynamik, den Hermann von Helmholtz 1847 nach Vorarbeit des Heilbronner Forschers Julius Robert Meyer für die Physik formulierte, bis heute gültig. Als Physiologe bezog Helmholtz diesen Satz auch auf Lebewesen, aus nachvollziehbaren Gründen. Biologie beruht auf Chemie und Chemie beruht auf Physik. Was Energien für unsere Lebenspraxis und das persönliche Befinden bedeuten, weiß jeder Mensch, der im Februar die Frühlingssonne herbeisehnt. Wir brauchen Energie. Der Mensch stirbt, nicht jedoch seine Energie. Nichts geht verloren. Dass die Energie, die einen Menschen belebt, nach seinem Tod weiterhin da ist, muss nicht die letzte Wahrheit sein, hat aber viel Plausibilität für sich, nach heutigem Wissensstand. Das Gefühl, dass der oder die Verstorbene noch da ist, kann also reale Gründe haben. Viele berichten von diesem Gefühl nach dem Tod eines nahestehenden Menschen, dass dessen Energie noch im Raum schwebt, ohne genau lokalisierbar zu sein, unsichtbar und doch spürbar. Wie ist das erklärbar? Vielleicht durch Magnetismus. Die vertrauten Menschen könnten magnetische Pole sein, die die Energien anziehen, zumal solche, die auf sie geeicht sind. Wenn sie den Toten nicht fliehen, können sie dessen Energien wahrnehmen, aufnehmen und mit ihnen nach der großen Irritation des Todes ins Leben zurückkehren. Der neue Mut, der sie erfüllt, verdankt sich den Energien, die der Verstorbene nicht mehr für sich braucht, sondern dem überlässt, der in Beziehung zu ihm bleibt. So lebt das Wesentliche eines Menschen weiter in den Lebenden und trägt zu ihrem inneren Reichtum bei. Wie ist es für mich selbst nach dem Tod meiner Frau? Das Gefühl, dass sie energetisch bei mir ist, ist sehr stark. Tröstet mich das? Ja, sehr. Ihre Energie nehme ich wie eine große, lichte, warme Wolke wahr, die sich ständig mit mir bewegt und mir gut tut. Manchmal überkommt sie mich mit der Intensität einer Sonne. Aber es ging auch schon mal ein eisiger Schauer über mir nieder. Keine Ahnung warum. War meine Frau sauer auf mich? Die atmende Präsenz meiner Frau entbehre ich dennoch schrecklich. Es ist mir völlig unbegreiflich, dass sie nicht mehr leiblich da ist. Wo ist meine Frau? In welchem Zustand befindet sie sich jetzt? Ist dieser Zustand mit irgendeiner Art von Bewusstsein verbunden? Ist sie noch eine Person?
Kann ich mit ihr sprechen? Trägt sie noch ihren göttlich schönen Namen, Astrid, mit dem ich sie ansprechen kann? Es ist unmöglich zu wissen, ob die Person über den Tod hinaus erhalten bleibt. Ein Bewusstsein zu haben und ich sagen zu können, sind Leistungen des Gehirns, die eine physische Existenz voraussetzen, soweit bisher bekannt. Das Unfassbare des Todes könnte die Umwandlung der Person in Energie in einem einzigen Augenblick sein. Aber es geschehen so viele eigenartige Dinge seit dem Tod meiner Frau, dass ich auch die Fortexistenz der Person nicht ausschließen würde. Angesichts eines bunten Blumenbeets, das sie begeistert hätte, rufe ich aus: Wunderschön, siehst du das? Sieht sie es? Vielleicht durch meine Augen? Ich schaue auf die Uhr. Es ist 17.17 Uhr. Sie starb um 19.19 Uhr. Monate später, als ich diese Textstelle hier überprüfe, ist es erneut 17.17 Uhr. Fast jeden Tag leuchten mir solche Doppelungen auf der Uhr entgegen, wenn ich an sie denke, auch heute. Ich sehe darin Botschaften von ihr. Jedes Mal lächeln wir uns zu und ich atme tief durch. Ich bin Philosoph, der stets der Nüchternheit wissenschaftlicher Erklärungen den Vorzug gibt. Aber ich bin mir auch ihrer Begrenztheit bewusst. Menschen wissen nicht, was sie alles nicht wissen. Könnte es sein, dass das Leben viel umfassender ist als das Leben einer Person? Ist vielleicht doch so etwas wie ein höheres Bewusstsein möglich? Darüber denke ich immer von Neuem nach. Nach dem realen Leben könnte es ein anderes, surreales geben, ein körperloses Sein, das als eine Art Schlaf zu verstehen wäre. Wie für den gewöhnlichen Schlaf könnte auch für den Seinsschlaf ein Grund die Erholung sein, die aber anders als im Leben nicht dem momentanen Zustand von Körper, Seele und Geist zuteil wird, sondern der gesamten Energie des Menschen. Mit der Auflösung seiner Gestalt würde er oder sie sich regenerieren und nach einer unbestimmten Zeit der Gestaltlosigkeit womöglich in andere Gestalt ins reale Leben zurückkehren. Nun aber stehe ich am Grab, in dem die sterblichen Überreste meiner Frau verschwunden sind. Und kann es nicht fassen, trotz aller möglichen Erklärungen. Sollten auch diese Reste noch ihre Energien enthalten, kann ich ihr hier nahe sein. Beim Näherkommen meine ich mehr als sonst zu spüren, wie ihre Wärme mich umhüllt. Ihre Ruhe breitet sich in mir aus. Ist es nur Einbildung oder ist es wirklich so? Das lässt sich nicht überprüfen. Subjektiv fühle ich jedoch, wie nach ihrem Tod etwas von der Energie ihrer Ausstrahlung in mich übergegangen ist und mich dazu bewegt, mehr so wie sie zu denken, zu fühlen und zu handeln, freundlicher, aufgeschlossener, nachsichtiger. Die Offenheit, mit der ich mehr als je zuvor anderen begegnen kann, stammt eindeutig von ihr. Immer öfter bemerke ich, dass ich ihre bedächtigen Schritte übernehme, statt wie gewohnt voranzustürmen. Sie war davon überzeugt, dass die irdische Natur in die kosmische eingebettet ist, die allem zugrunde liegt. Tatsächlich bezieht alles, was auf der Erde lebt, seine Energie aus dem Kosmos, insbesondere von der Sonne
ohne die es keinerlei Leben auf der Erde gäbe. Bis irgendwann die Sonne selbst ihre Energie an den Kosmos abgibt und neue Sonnen daraus entstehen. Alle Energie bleibt in diesem geschlossenen System, das der Kosmos vermutlich ist, denn wohin sollte er offen sein? Ein anderes Wort für die allumfassende Energie könnte die Allmacht Gottes sein. Bis zuletzt war es meiner Frau wichtig, mit Gott in Verbindung zu sein. Aber auf ihre Weise, wie sie sagte, Gott als Ausdruck für Energiefluss und Manifestationen. Was tröstet mich am meisten? Ihre Worte zu lesen, die sie in Briefen und Notizen hinterlassen hat. Die Bilder von ihr und unserer Familie anzuschauen, die ihre schöne Existenz bezeugen. Die große Liebe ist keine Illusion. Ich habe sie erlebt. Es gibt sie wirklich. Die Kinder haben die große Mutterliebe erlebt. Liebe ist Energie. Sie macht stark und hält sich über den Tod hinaus. Ewige Liebe. Das Versprechen, das ich meiner Frau auch noch im allerletzten Moment gab, wir bleiben zusammen, gilt bis zur künftigen Wiederbegegnung im Meer der Energie. Philosoph Wilhelm Schmidt schreibt, es ist, als schenke der tote Mensch seine Energie den Lebenden, die in Gedanken und Gefühlen bei ihm sind. Und er verweist auf diesen Song von Udo Lindenberg. Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian. In Fokus spricht heute Philosoph Wilhelm Schmidt über den Umgang mit dem Tod. Als seine Frau Astrid im Sterben lag, hat er viel Wissen über den Tod zusammengetragen und er gibt in seinem Buch nun dieses hilfreiche Wissen weiter. Er stellt aber auch generelle Überlegungen an, etwa welchen Sinn der Tod hat. Kann der Tod irgendeinen Sinn haben, der uns sogar dazu führen könnte, ihn zu akzeptieren und anzuerkennen? Ein möglicher Sinn des Todes könnte sein, uns den Wert des Lebens fühlbar zu machen. Denn wenn wir mal überlegen, was ist wertvoll? Wertvoll ist doch immer das, was nur begrenzt verfügbar ist. Könnte das auch mit dem Leben so sein? Weil die Stunden, die Tage, die Jahre begrenzt verfügbar sind, deswegen sind sie so wertvoll. Was würde denn geschehen, wenn das, was versucht wird, wissenschaftlich, pharmazeutisch, den Tod immer weiter hinauszuschieben und letzten Endes aufzuheben? Also überlegen wir mal. Wir leben dann nicht mehr 100 Jahre plus x, wie gegenwärtig, sondern 200 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre, 100.000 Jahre. Überlegen Sie mal, was machen Sie da die ganze Zeit? Der Nachbar überlebt übrigens auch 100.000 Jahre. Kreuzfahrten? 100.000 Jahre lang rund um den Planeten? Die Menschen würden sterben vor Langeweile und könnten Sehnsucht danach haben, wenn es doch den Tod wieder gäbe, der irgendwann mal Schluss gemacht hat. Aber bis dahin hatten wir hoffentlich, dafür könnten wir Sorge tragen, indem wir Stunden, Tage und Jahre als Gold verstehen, könnten wir Sorge dafür tragen, rechtzeitig eben auch ein schönes Leben zu führen, soweit das möglich ist. Es kann nicht alles immer schön sein. Das Leben hat für jeden Menschen auch unschöne Seiten. Das gehört zur Polarität des Lebens.
Ein Kapitel in diesem Buch habe ich dem Sterben gewidmet. Ich habe es miterlebt und es hat mir einiges und uns, darf ich sagen, die Kinder waren auch dabei, Freunde und Freundinnen waren oft da. Es hat uns einiges sehr geholfen. Es hilft, ein Wissen zu haben, wie geht Sterben. Es geschehen nämlich einige merkwürdige Dinge beim Sterben, die können Menschen, die das nicht wissen, zutiefst beunruhigen, sogar so tief, dass sie zum Telefonhörer greifen, die Notfallnummer anrufen und die kommen ja auch gleich. Und dann, in den letzten Minuten, ist dann noch schön Aktion. Eher nicht im Sinne des Sterbenden. Was können solche merkwürdigen Dinge sein? Zum Beispiel das berüchtigte Rasseln des Atems. Das einen schlichten Grund hat, der kein Anlass zur Beunruhigung ist. Der Schleim, die Sterbende kann den Schleim nicht mehr abhusten und das verursacht einen rasselnden Atem. Wenn man das weiß, kann man das einfach so hinnehmen. Enorm hilfreich ist, wenn beim Sterben Menschen dabei sind, die was davon verstehen. Und das sind Menschen, die in der Hospizarbeit tätig sind. Und das sind Menschen, die in Palliativteams tätig sind. Pflegende Ärzte, Ärztinnen, die hatten wir auch. Ich weiß nicht, ob es auch in Österreich diese Einrichtung gibt, aber in Deutschland gibt es die sogenannte Pflegeversicherung. Das müssen Sie also nicht selber bezahlen, sondern die Pflegeversicherung springt jetzt ein, für die Sie ein ganzes Leben lang bezahlt haben und sich gefragt haben, wofür eigentlich. Jetzt wissen Sie es. Sehr hilfreich. Die können einem mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch mit Tat. Denn was glauben Sie, wie schwer es ist, einen Menschen, der sich nicht mehr bewegen kann, keinen Millimeter mehr, umzudrehen, zur Seite zu drehen. Warum sollte man das tun? Naja, dass er oder sie sich nicht wund liegt. Denn Sterben dauert nicht nur Stunde, es kann auch Tage und Wochen dauern. All das ist äußerst hilfreich. Und das umfangreichste Kapitel in diesem Buch habe ich der Frage gewidmet, was kann uns trösten? Wir brauchen Trost. Selbstverständlich, wenn Sie ein religiöser Mensch sind, dann können Sie in der Religion Trost finden. Sehr viele Menschen sind nicht mehr religiös und brauchen trotzdem Trost. Was kann uns trösten? Auf die Spur kommen wir, wenn wir uns klar werden darüber, dass Trostlosigkeit, wenn wir trostlos bleiben, immer mit Kraftlosigkeit einhergeht. Wer trostlos ist, hat keine Kräfte zur Verfügung. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, Trost kommt, wenn die Kraft zurückkommt. Also konzentriert sich alles auf die Frage, wie kommen wir wieder zu Kräften? Und dafür gibt es die menschlichen Ebenen, die uns zur Verfügung stehen, beginnend auf der körperlichen, auf der sinnlichen Ebene. Das ist immer das, was uns unmittelbar zur Verfügung steht und am leichtesten zu erreichen ist. Also was kann uns sinnlich, körperlich trösten? Na, das, was wir in der deutschen Sprache Trostkost nennen. Ein gutes Essen kann uns trösten. Heute gibt es ja Umfragen über alles. Also Menschen sind auch gefragt worden, welche Nahrung kann sie am meisten trösten? Antwort, die meiste Antwort, Suppen. Und unter den Suppen Nummer 1 Hühnersuppe. Mit Nudeln drin.
So simpel. Versuchen Sie es. Natürlich, so kommt man nicht zu Kräften für Monate und Jahre, aber immerhin für ein paar Stunden. Es wärmt. Ideal natürlich, wenn jemand anderer uns eine Suppe macht oder vorbeibringt, das wärmt noch mehr, denn dann wärmt auch das Menschliche, die menschliche Zuwendung. Und Berührung jeder Art tröstet, in die Arme genommen zu werden, gestreichelt zu werden, die Hand eines Menschen halten zu dürfen. Berührung hat immense Bedeutung. Immerhin wird sie mittlerweile entdeckt und damit natürlich auch der Übergang vom körperlichen, sinnlichen, das Berührung erstmal ist, ins Seelische, dass Menschen uns Gefühle entgegenbringen, gute Gefühle, tröstet ungemein, Liebe tröstet, Freundschaft tröstet, Kollegialität tröstet und hoffentlich natürlich immer nicht nur nehmen, sondern selber auch geben anderen, die bedürftig sind. Nicht weglaufen, wenn jemand trostbedürftig ist, nach dem Motto, ich habe schon genug Probleme. Nein, ich durfte das in solcher Hülle und Fülle erfahren, dass ich das gerne meinerseits auch anderen geben möchte. Und auf der geistigen Ebene, das ist das Gedankliche, Gedanken können trösten, die wir in Büchern finden. Jemand sagt uns etwas Interessantes, Nettes, Gefundenes, selber Gedachtes oder wir sehen irgendwo einen Spruch. Genau der passt jetzt auf meine Situation. Das sind so die Zufälle, die fraglich sind, ob das reine Zufälle sein können. Fühle ich selbst mich getröstet? Ja, vollkommen. Ich fühle die Verbundenheit mit meiner Frau über den Tod hinaus. Jeden Tag. Meistens ganz leicht, aber manchmal unglaublich intensiv. Speziell dann, wenn ich etwas mache, was eindeutig im Sinne meiner Frau ist, dann kommt es schlagartig von außen über mich. Deswegen kann ich nicht glauben, dass das meine Projektion sein soll, weil da müsste ich ja bewusst was in Gang setzen. Aber es kommt unvermittelt, unvermutet, mit solcher Intensität, dass ich am ganzen Körper zittere. Das ist Energie. Das kann nicht anders sein. Die Liebe endet nicht mit dem Tod. Ich habe meine Frau nicht verloren. Manchmal sagen wir Menschen, das ist gut gemeint, tut mir leid, dass sie ihre Frau verloren haben. Ich sage da gar nichts dazu, ich nehme das an, aber im Stillen denke ich mir, ich habe sie ja nicht verloren. Sie ist ja bei mir, sie ist ja da. Es ist daher auch nicht nur ein Buch über den Tod, sondern ein Liebesbuch. Und das letzte Kapitel ist dann auch eine Liebeserklärung an die Frau, der ich unendlich viel verdanke. Herzlichen Dank Ihnen. Die Liebe endet nicht mit dem Tod. Im Fokus sprach heute der in Berlin lebende Philosoph Wilhelm Schmid. Die Lesung wurde in der Arbeiterkammer in Feldkirch aufgenommen. Sein Buch »Den Tod überleben – Vom Umgang mit dem Unfassbaren« ist heuer im Inselverlag erschienen. Wilhelm Schmids Frau Astrid sah in der Liebe den Sinn des Lebens. Das gleichfolgende Schlusslied steht dafür. Sie hatte es sich für ihre symbolische Abschiedsfeier gewünscht.